So, wieder zurück in GTA. Heute mal nicht alleine. Da kommst du ja schon angeschlittert. Mit deiner. Was hast du denn da für eine kleine Möhre? Dach. Ey. Ich habe mich weihnachtlich gekleidet direkt. Ja, ich habe noch kein Weihnachtsoutfit erstellt, das muss ich mal noch machen. Kostet nicht viel. Jawohl! Nein, aber das kostet tatsächlich nicht. Wir können mal zum Klamottenladen fahren, wenn du möchtest. Dann kannst du dir das kaufen. Die sind umsonst. Ach, die sind umsonst? Ja, Okay, die sind gut. umsonst. Ja, komm. Komm mal. Ja, den hier gab es auch umsonst. Okay. Aber der hier hat hier 1,2 Millionen gekostet. Das Tuning, dann uns auch noch mal ein paar Euro. Ja, los, fahr vor. Achso, ich dachte, du fährst hier direkt mit. Warte mal. Ja, alles gut. Wir fahren hier oben hin, weil. Eigentlich nur die Straße hier rechts runter ist einer. Den kannst du dir auch holen hier, der ist wie gesagt kostenlos gerade. Ich habe momentan eigentlich genug Autos, aber ich guck mir das Ich dann finde mal an. den ganz witzig. Ja, das ist so ein Fiat 500 Abklatsch, ne? Ja. Und ich habe den noch ein bisschen, ja, für mich so umdesignt, so dass er noch ein bisschen mehr Retro-Touch hat, finde ich. So, dann fahren wir mal hier hoch. Mit dem Matt-Weiß und dem Matt-Grau, finde ich, hat einen schönen Ja. Touch. Eieiei. So, gut. Dann einmal kurz hier in das Ding. Und hier kannst du an der Kasse kannst du nämlich die Outfits kaufen. Da musst du, da siehst du nämlich ganz viele Outfits und da steht dann irgendwo Weihnachtsoutfit, glaube ich, Weihnachtsoutfit. Und die müssten eigentlich umsonst sein. Outfits festlich. Ja, die sind kostenlos. Ja. Und ich habe quasi den bösen Weihnachtsmann als Dings und habe die Maske dazu gekauft. Weißt du? Weihnachtsmannkostüm und dann das erste oben. So, dann gehen wir noch eine Maske holen. Ja, dann fahren wir kurz zum Beach. Warte, ich fahre dann auch bei dir direkt mit, dann wollen wir nicht mit zwei Autos fahren. Ist ja Jacke wie Hose, ich kann hier stehen lassen. Ich kann mir jedenfalls die Woche anfordern. Ja, Heckantrieb, das ist abartig. Aber ich finde es cool gemacht, auf jeden Fall. A, mit dem Schnee und B, dass auch das Fahrverhalten von den Autos tatsächlich dann angepasst ist. So, wo jetzt bin ich Ah, falsch gefahren. warte, ich markiere den Punkt. Okay, zurück. Gut. Ja, alles gut. Da ist nämlich der Maskenladen unten. Vor allem versuch mal mit dem Ding hier bei dem Schnee bergauf anzufahren. Sehr schön. Ja. Das macht Spaß, sag ich dir. Weil meine Ja. Wohnung ist ja auch an so einem Hügel und wenn er da steht und da abgeliefert wird, das ist ja. Da ist rechts irgendwo so ein blauer Punkt. Das ist so ein kleines Event wahrscheinlich. Irgendwo so ein Handtaschendiebstahl oder sowas. Oder Fahrrad, Motorrad, wie auch immer. Ja, wie gesagt, viel mehr wir heute nicht machen. Das habe ich auch schon so ein bisschen in der letzten Folge gesagt. Aber Ja. es wird wahrscheinlich ein, zwei Missionchen passieren, dass wir uns gleich mal ein bisschen angucken. Kontaktmission da, VIP-Mission, mal Ja, gucken, was wir so aber ich würde machen. gleich mal ganz kurz, ich weiß nicht, hast du die Yacht schon gesehen? Ich glaube, ich war schon drauf, aber ich kenne ja die Yachten an und für sich. Ich hatte noch nie eine eigene. Okay, sonst hätte ich gesagt, fahren wir mal rüber zu meiner Yacht gleich. Weil die ist tatsächlich, also sollte eigentlich, ich habe noch nicht geguckt, sollte eigentlich auch festlich geschmückt sein. Zumindest war das der Stand, den ich vom letzten Mal kenne, wo ich hier bis unterwegs war. Na, die Wohnungen sind ja auch mit Weihnachtsbaum und so. Ja, genau, da ist ein Weihnachtsbaum, sind Geschenke drin, ist die Yacht, die müsste eigentlich auch dann. Na gut, falls du die kennst schon, dann brauchen wir. Ja, gut, wir können hin, wenn du willst. Wo ist Und ich sag dir, wegen morgen sage ich noch Bescheid, da muss ich noch einmal fragen, Ja, ach, alles wie gut, der wenn nicht, dann ist es Zeitplan so. ist. Wie gesagt, wir haben massiges genug Zeugs vorbereitet. Ja, nur ich würde schon gerne. Also ich möchte jetzt auch nicht einfach nur doof rumsitzen die Tage. Na, eigentlich schon. Ich würde auch gerne ein bisschen noch Zeugs machen. Die werden dann aber in Ich unsere habe das normale Aufnahme drangehen. übrigens gestern nicht ganz. Ich hatte das falsch verstanden, wie du das Nee. meinst mit der Ja. Frage.
Alles gut. Ich habe gedacht, meinst du, dass du meinst, ab 14 Uhr was zusammen machen? Nicht am Heiligabend. Wir sind ja auch quasi, wenn die Folge hier rauskommt, Alltag nach Heiligabend. Wir sitzen ja quasi am Heiligabend und nehmen gerade ein bisschen auf für euch. Und das ist ja das. Deswegen, ich habe Markus geschrieben, wir können ja so 14, können ja ein bisschen machen, bis 14, 15 Uhr muss ich los. Und er hat so. Alter, ist nämlich kalt. Die laufen hier mit kurzen Badeklamotten rum. Und dachte, wir nehmen 14, 15 Uhr auf und das ist halt mal nicht anders, das ist ein bisschen schwierig, weil die meisten doch zur Familie wollen und wir noch gleich nachher noch weg wollen. Also so wie es irgendwie möglich ist. Ist ja dieses Jahr leider ein bisschen alles anders. So, was haben wir denn hier Schönes? Haben wir noch irgendwo. Keine neuen Helme. Spezialhüte? Das ist es nicht. Achso, das sind Hüte. Das ist egal. Ich brauche Masken. So. Yeah. Festlich. Die Lebkuchenmaske. Ich bin der ranzige Elf, der dem Weihnachtsmann den Anzug geklaut hat. Ja, geil. Ja, ich werde mal festlich. Ja. Yeah. Rebellischer, böser Elf, zugedröhnte Weihnachtsfrau, besoffte Weihnachtsfrau. Gibt's nicht besoffene Weihnachtsmann? Weiß nicht. Ich guck gerade. Donuts gehen aber gut im Schnee. Na ja, klar, bei Meckern trieb's das normal. Böser, ranziger Weihnachtsmann. Böser, mürrischer, böser, ledierter. Böser Lebkuchen. Warte mal. Latino-Elf. Weißt du, Lebkuchenmann, Pinguin. Ich hab dir die auch nicht angeguckt. Latino-Weihnachtsmann. Keinen zugedröhnten Weihnachtsmann, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm. Es gibt das nur die geil mit so einem fetten Grinsen so. Ja, es gibt, nur die Weihnachtsfrau, aber das kommt halt immer besser bei den weiblichen Charakteren. So, na dann also zu deiner Yacht, ja? Ja, das dauert aber ein bisschen, bis wir da sind. Warte mal. Mach mal eine Markierung. Ja, ja, die suche ich selber gerade raus, wo sie steht. Ach nee, so weit ist sie gar nicht weg. Da steht sie. Hinter uns, okay. Gut. Was ist das denn oben am Flughafen? Ja, die steht oben am Flughafen. Wir können so einen Heli bestellen, das ist nicht das Problem. Dann kommt sie wahrscheinlich drauf. Ich glaube, ich habe aber nicht die Abwehr drin. Warte mal. Ich guck mal gerade nach. Ziele. Geh ins Kino. Achso, ich die Fahrzeuge. Tagesziele, okay. Fahrzeugzugang, Fahrzeugtürm, Schaffsteuer, Pilot. Co-Pilot, Gegnersteuer, Co-Pilot. Sonderfahrzeuge. Galaxy Superjacht hier. Yachtabwehr aus. Abwehrausnahme, Crew und Freunde. Fahrzeugzugang, Crew und Freunde. Yachtzugang, Crew und Freunde. Wirbeloutfit. Aktuell. Okay. Die Abwehr ist zwar drin, aber die ist jetzt nicht für dich relevant. Sollte eigentlich nicht. Mhm. Ich habe nämlich die Ausnahme für Crew und Freunde drin. Aber die greift eigentlich nur Flugobjekte an. Oh! Ja, passt ein bisschen auf. Das ist jetzt alles ein bisschen anders als. Genau, wo kannst du sagen, fahr runter und dann springst du unten über den Container. Weißt du? Jo. Aber also, das Tor geht doch auf, oder nicht? Nein, nein. Also jetzt gleich links fahren und dann unter den Container nehmen. Warte doch mal, eigentlich müsstest du doch ja drauf. Nee, das kann ich. Eigentlich dürfte es nicht sein. Die Schranke geht auf, aber nicht das Tor, meines Wissens. Nee, geht nicht, siehst du? Meines Wissens geht's nicht auf, also das wäre mir neu. Ja, siehst du? Komisch. Ja, du hast ja offiziell keinen Zutritt zu dem Flugplatz. Die kriegst du ja zum Beispiel in der Story auch erst später. Am Anfang hast du ja der Sterne ohne Ende. Genau, hier rechts man dann. Muss man ein bisschen Schwung nehmen hier mit dem. Ja, ja, klar. War eigentlich müsste es gehen. Von der Breite her auch.
Mit dem Zirschen habe ich letztes Mal ein bisschen Probleme gekriegt, aber das ging schon irgendwie. Ja, schade, sie hätten tatsächlich auch so ein bisschen die KI anpassen können mit den, mit den Outfits. Genau. Ah, du kommst sogar drüber. Nee, kommst du nicht. Kannst. Diese kleine Absperrung, die dann drin war, die war früher nämlich nicht da. Du konntest dann durchfahren. Da, wo das Auto parkt jetzt. Mhm. Oder dann nimm hier rechts irgendwo ein Heli. Weil dann brauchen wir nicht schwimmen. Ach so. Das steht ja hinten im Wasser, ist klar, das ist ja ein Stück. Guck mal, ob du den kleinen Buzzard da hinten nimmst. Der lässt sich dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher landen als ein. Was hast du denn? Ich wollte nur parken. Hast du die Mauer nicht gesehen? Doch, ich wollte nur okay. Stilvoll parken. Ich wollte das so gerade an mir. Ich dachte mir, hey. Ich bin doch der ranzige Elf hier. Ah, geil. Ich bin der Trevor Elf. Eigentlich müsste so. Ja, du siehst es schon davon auftauchen. Hat die auch so einen Landeplatz direkt oder? Ja, ja, das ist die ganz teure. Es gab die 12 Millionen Yacht. Müsste eigentlich die ganz teure Sache sein. Ich hoffe, dass der frei ist. Ich kann es nicht garantieren. Weil ein Heli steht ja drauf. Ja, vor des Platz, genau. Ja. Jetzt hier schön landen. Und dann willkommen auf meinem Zuhause. Ja. Hast du die Sprache, die Aussage gerade gehört? Ja. Also es kann jetzt eigentlich niemand mehr hier. Warte, ich stelle das Ding mal auf Crew. Ah ne, dann würde dich angreifen, weil wir glaube ich nicht offiziell. Ja, ich habe das noch nicht gemacht. Ich muss es jetzt am Wochenende mal machen. Ja, ja, alles gut. Weil wenn ich jetzt das Ding aktivieren würde, würde der dich angreifen. So, warte mal. Du guckst jetzt. Bist du denn? Also bist reingegangen jetzt, oder was? Nö. Ich bin hier oben, wo der Heli steht. Achso, okay. Weil ich bin einen Stock weg drunter. Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Eintritt mit neuen Freunden und Crew. Eigentlich müsste ich dich jetzt mitziehen können. Ja, hast du auch gerade. Gerade wo ich in den Whirlpool gehen will. Vergiss es. Um mich abzuranzen. So. Das Boot heißt übrigens die Black Pearl, so nebenbei. Das wurde mir tatsächlich ohnehin gesagt, ich wusste das nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du die Waffe hier vorne siehst, ob du die aufzählen nehmen kannst? Ja, kannst du, okay. Ja, kannst ja mal ein bisschen durchgucken. Aber ich wundere mich gerade, ich weiß nicht, ob das. Ne, hier ist es nicht, ne? Den Weihnachtsbaum. Ah. Alter. Ich will erstmal neu beziehen. So. Ja, ins Bett will ich jetzt nicht gehen. So, ich geh jetzt erstmal kacken. Na, guck dir mal mein Bart an, ey. Ich hab so ein übergeiles Bart hier auf dem Ding. Das ist geil, ne? Ah, die hatten wir. Mhm. Ah, die hatten wir gar nicht. Ah, nee, das ist nicht hier. Das ist ein Schminkkoffer. Wollte gerade sagen. Das ist mal eine Badewanne. War die Frau wieder hier und hat das Zeug nicht weggeräumt. Ja. Aber ein bisschen klein, würde ich sagen. Kannst du nicht mal lang machen. Vor allem frag mal bitte deine Frau, warum der Schminkkoffer hinter dem Pott ist. Ja, was ist? Was? Also. Naja, das ist ein bisschen unglücklich. Eigentlich müsste der Schminkkoffer hier stehen, weil hier ist eigentlich das Waschbecken. Weil, wenn ich ehrlich bin, das Waschbecken da hinten macht für mich in meinen Augen keinen Sinn. Hier ist kein Waschbecken, aber das hier macht eigentlich. Oh, das kann eine Ablagefläche sein, dass hier, dass sie sich hier schminken. Na, ich stell mir nur gerade vor, sie steht hier über dem Pott und macht sich hier schick. Also. Ja, ist ein bisschen komisch gewählt, muss ich sagen. Der Spiegel, der. Aber gut, okay. Für kleine Leute kannst du das Klo als Standfläche nutzen. Für die Party fertig machen, nachdem du kacken warst. Auch nicht schlecht. Ja, richtig. Oder beim Kacken fertig machen. Noch ein Bett.
Ja, genau, hier ist. Hier ist doch ein guter Platz, hier kann er sich doch schick machen. Ja, hier ist auch ein Arbeit. Ja, hier ist auch noch so ein Maniküre-Ding, ne? Für Nägel und so. Klappe run. Ja, genau, hier ist das Gästezimmer noch mit dabei und so. Aber ich sag mal so, man merkt halt auch überhaupt nicht, jetzt wenn man hier so diese Yacht sich anguckt, man merkt so überhaupt nicht die Ähnlichkeit zu der Yacht von Max Payne 3. So gar nicht. So überhaupt nicht. Das So ist ein gar Spiel, was nicht. ich nicht gespielt habe, tatsächlich. Nein. Tatsächlich nicht. Also ich kann ich dir jetzt tatsächlich nicht sagen, irgendwie, ob das stimmt. Ja, hier oben steht genau. Hier steht der Weihnachtsbaum mit den Geschenken. Also ein bisschen festlich hingerichtet ist es. Hier ist der richtige Platz für mich. Ja, genau, da kannst du dann sitzen. Während du da hinten dir einen raus, ich gehe einen saufen. Ich habe da letztes Mal bei Yvonne auf der Shit. Yacht, auf dem U-Boot, habe ich doch das Bier weggesoffen, bis ich nichts mehr hatte. Hallo, Sir. Hallöchen. Das ist die Ursel, meine Bardame. Die Ursel. Ja, dann Heli ist weg. Ursel. Das ist despawned, weil normalerweise hätte der Heli sein stellen müssen. Kommen Sie. Ja, verdammt, ich habe kein Bier mehr. Oh ja, geil, guter Jim. Ja. Kann ich hier saugen? Ne, geht nicht. Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob die das mag, weil dass du dann, wenn du hinter die Bar gehst, normalerweise darfst du als Besitzer nur hinter die Bar. Okay. Beim Nachtclub ist es so, da darfst du, glaube ich, nur, darfst du, glaube ich, nur als Besitzer hinter die Du Bar. meinst im Laden, im Dings, Ja. im Dings vom Laden, das ist so. Ja, genau, meine ich ja. Irgendwann habe ich das angezeigt bekommen, ja. Alter. Na, nehmen wir mal. Erstmal die Maske absetzen, damit ich einen saufen kann. Ja, genau. Vögelt immer meine Damen, das mache ich auch öfters. Aber dann braucht die das. So. Ist mein Whisky gesoffen. So. Genau, erstmal einen saufen. Jetzt kann ich kurz einen trinken. Ach, einen rauchen. Nein, ich wollte eigentlich an der Bon ziehen. Ich wollte mich eigentlich nicht hinsetzen. Der hat immer so einen kleinen. Jetzt. Jawohl, ja. Bring mir Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ich rauch sie alle. Und hier kann man diese VIP-Mission starten, oder? Pff, keine Ahnung. Ich bin gerade bekifft. Ich habe hier keine Ahnung. Das war gutes Gras. Puh, kann sein, dass wir hier VIP-Missionen starten können. Ich habe mich Ja, tatsächlich. meinte der Thomas letztens. Kann sein, wie gesagt. Ich kann es dir leider nicht mitteilen. Genau, geh du mal mit schönem Weihnachtsmann-Outfit in den Pool. Ich hab's Also umgestellt. dann, ich kenne das eigentlich so, dass man dann normalerweise sich Ich auf weiß, du kannst so. es aber oben umstellen. Warte, ich kann es zum Beispiel auf Dings umstellen. Auf. Warte. Ich Inventar. Fahrzeuge. Ich stell's hier um kurz auf Dings. Sich so Sonderfahrzeug. anlehnen, eigentlich könnte man sich hinsetzen mal. Hier, wo ich bin, kannst du dich hinsetzen. Whirlpool Outfit, Berlin. Badekleidung. Jetzt kannst du es nämlich. Jetzt ändert sich das, siehst du? Kannst du Ja, umstellen, immer ja. so. Über das Menü. Ja, ich bin immer noch bekifft, ihr Witz. Jetzt wird es langsam klarer. Hinten kannst du dir schön noch einen rauchen. So, kann ich mir hier einen. Geht das gerade nicht? Kannst du dir einen trinken? Hier steht der Drink noch. Alter. Dann nutzt die Frau einmal die Yacht, um Party zu machen. Und das sieht wieder aus hier ohne. So. Ja, wenn du möchtest, können wir dann mal wieder Richtung Festland und dann können wir tatsächlich mit ein bisschen Missionchen Ja, machen. Mission.
Oder willst du dir noch irgendwas angucken? Nö, ich kenne die ja an sich schon. Ja. Wie gesagt, das ist, dürfte eigentlich die ganz teure sein, die 12 Millionen Yacht sein. Jetzt kannst, genau, du kannst ja schön hinten noch einen trinken. So. Ja, ist bei dem Wetter nicht so einfach zu fliegen, weil man sieht sehr spät erst Dinge. So. Ah, gut. Fahrbares U-Boot, das habe ich leider noch nicht. Aber das haben wir ja bei der Yvonne schon gesehen. Genau. Okay. Ja, genau. Dann machen wir heute nämlich jetzt Feierabend. Dann wollen wir nämlich dann in der nächsten Folge noch ein bisschen Kontaktmission oder ein bisschen entspanntes Zocken. Würde ich sagen. Noch ein bisschen Geld grinden. Ja, ich weiß nicht, wie die Globider-Mission, die brauchst du, teilweise musst du die zu viert machen, ne? Ich sehe nämlich gerade hier unten. Ja, ich gucke dann mal, ich starte dann mal Missionen, die zu zweit gehen. Ja, machen wir das doch. Dann machen wir jetzt Feierabend, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit den Missionchen. Achso, willst du noch einen lieben Weihnachtsgruß noch einmal kurz da lassen in deinem Namen, weil ich hab's für mich schon gemacht. So, ja, ich grüße alle bei dir auf dem Kanal und hoffe, ihr schaut auch mal bei mir mit rein. Genau, Kanal ist übrigens bei uns, ist hier drunter natürlich verlinkt. Das ist klar. Ja. Die scheiß Palme geht mir auf und sagt, ich kann hier nicht richtig landen. So, jetzt. schön rausgesprungen. Gut, das war das Wort zum Sonntag. Bis dahin.